Kaiser Karl I. von Österreich wurde am 17. August 1887 geboren. Bei seiner Geburt dachte noch niemand daran, dass dieser Junge einmal der Kaiser Österreichs werden würde. Denn Karl war lediglich der Großneffe des regierenden Kaisers, Franz Josef. Und nach dem Tod von Kaiser Franz Josef sollte eigentlich sein Sohn Rudolf den Thron übernehmen. Doch Rudolf erschoss sich und seine Geliebte unter mysteriösen Umständen im Jagdschloss Meierling. Jetzt rückte Erzherzog Franz Ferdinand nach und er und seine männlichen Nachkommen sollten eigentlich in der Erbfolge zwischen Karl und dem Thron stehen. Doch es sollte alles anders kommen als gedacht und Karl wurde der letzte Kaiser Österreichs. In diesem Video beleuchten wir das Leben von Kaiser Karl I., dem letzten Kaiser Österreichs. Und wir sehen uns an, wo er in seiner kurzen, aber bewegten Regierungszeit seine Spuren in Wien und Umgebung hinterlassen hat. Doch bevor es soweit war, musste Karl erst einmal die Schulbank drücken. Und dafür spazieren wir in die Wiener Innenstadt. In diesem katholischen Privatgymnasium, das bis heute existiert, wurden viele Kinder des Hochadels unterrichtet. Und ab 1900 auch Karl. Da war er übrigens schon 12 Jahre alt, denn davor erhielt er seinen Unterricht von Hauslehrern. Nach dem Schottengymnasium trat Karl in den Militärdienst ein und studierte an der Prager Universität Rechts- und Staatswissenschaften. Dass Karl studieren durfte, wenn auch nur als außerordentlicher Hörer, war alles andere als selbstverständlich. So war noch dem Sohn des Kaisers, Kronprinz Rudolf, ein Studium als nicht standesgemäß verwehrt geblieben. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön! Als nächstes schauen wir ins Schloss Hetzendorf. Übrigens, alle Orte, die wir in diesem Video besuchen, findest du im Blog auf meiner Website www.gretewalz.com. Der Kaiser hatte Karl Schloss Hetzendorf zur Verfügung gestellt, damit er in Wien mehr Einblick in die Regierungsgeschäfte bekommen konnte. Denn mittlerweile war Karl auf Platz 2 der Thronfolge vorgerückt. Thronfolger war zwar nach wie vor Franz Ferdinand, doch dieser heiratete unstandesgemäß und seine Kinder hatten keinen Anspruch auf den Thron. Große Hoffnungen lagen daher auf Karl. Und durch seine Hochzeit mit Zita von Bourbon-Parma war auch die Zukunft der Dynastie sichergestellt. Die Ehe zwischen Zita und Karl galt als harmonisch und glücklich. Zita war auch gleichzeitig seine engste Beraterin, deren Meinung er zu politischen Themen schätzte. Zita galt auch als die intelligentere und ehrgeizigere von den beiden und es war nicht unüblich, dass Zita bei wichtigen Besprechungen anwesend war und von Karl bei Entscheidungen konsultiert wurde. Unsere Reise durch Karls Leben führt uns jetzt nach Schloss Adstetten. Dieses idyllisch gelegene Schloss, circa 1,5 Stunden von Wien entfernt, erinnert an jene Tragödie, die sich am 28. Juni 1914 zutrug. Denn an diesem Tag wurden der Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie in Sarajevo bei einem Attentat erschossen. Karl übernahm die traurige Aufgabe, die Särge hierher ins Schloss Adstetten zu begleiten, wo sie in der Familiengruft beigesetzt wurden. Die Konsequenzen des Attentats waren dramatisch. Österreich erklärte Serbien den Krieg, daraufhin griffen die Bündnissysteme in Europa und der Erste Weltkrieg brach aus. Diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts sollte mehr als 10 Millionen Menschen das Leben kosten. Mitten im Krieg, nämlich am 21. November 1916, starb dann auch Kaiser Franz Josef und Karl wurde mit nur 29 Jahren und minimaler politischer Erfahrung Kaiser eines 50-Millionen-Reichs. Anfangs galt der junge Kaiser als wahrer Hoffnungsträger. Gemeinsam mit seiner Frau Zita und den entzückenden Kindern, die öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt wurden, sah man sie als Zeichen der Erneuerung. Doch das sollte sich ändern. Zunächst schritt Karl jedoch zur Tat. Er übernahm den Oberbefehl über die Armee und verlegte das Armee-Oberkommando hierher ins Kaiserhaus nach Baden. Das ist übrigens ein Kurort, der circa eine Dreiviertelstunde von Wien entfernt liegt. Karl war außerdem entschlossen, den Einfluss der militärischen Eliten zurückzudrängen. Denn seit Kriegsbeginn wurde auf Basis einer Notverordnung regiert, die Österreich praktisch in eine Militärdiktatur verwandelt hatte. Karl berief auch den Reichsrat, also das Parlament der Monarchie, wieder ein und ermöglichte somit wieder politische Mitgestaltung durch das Volk. Der Krieg höhlte die Monarchie komplett aus. Er führte zu Rohstoffknappheit und einer Wirtschaftskrise. Karl war klar, um die Monarchie zu retten, muss der Krieg enden. Und auch wenn seine Absichten sicherlich gut waren, war die Umsetzung seiner Friedensbemühungen äußerst ungeschickt. Karl war selbst politisch zu schwach, um seinen wesentlich größeren Bündnispartner Deutschland zu einem gemeinsamen Frieden zu bewegen. Deshalb versuchte er, einen Separatfrieden für Österreich herbeizuführen. Und hier im Schloss Laxenburg, nur wenige Kilometer außerhalb von Wien, sollte dieser Separatfrieden angebahnt werden. Karl hatte den Hof von Wien in dieses Schloss verlagert, wo 1917 das geheime Treffen zwischen ihm und Sixtus von Bourbon-Parma, dem Bruder seiner Frau, stattfand.
Über Sixtus wollte Karl geheime Verhandlungen mit Frankreich aufnehmen, allerdings ohne das Wissen und hinter dem Rücken des Bündnispartners Deutschland. Die Friedensgespräche scheiterten und die geheimen Verhandlungen flogen auf. Als Karl leugnete, jemals Kontakt mit Frankreich aufgenommen zu haben, die entsprechenden Briefe jedoch als Beweise veröffentlicht wurden, war der Ruf des Kaisers ruiniert. Weder in Österreich noch bei seinem Bündnispartner Deutschland oder den Kriegsgegnern wurde er noch ernst genommen. Als letzten Versuch, zumindest Teile der Monarchie zu retten, veröffentlichte Karl 1918 das Völkermanifest. Die Idee darin war, eine Art Bundesstaat, natürlich unter Herrschaft der Habsburger, zu bilden. Das Völkermanifest führte zum endgültigen Zerfall der Monarchie, denn die einzelnen Nationalitäten gründeten Nationalräte, die dann auch gleich ihre eigenen Staaten ausriefen und die Unabhängigkeit vom Kaiser erklärten. Dadurch zerbröselte auch die Armee, denn die Soldaten sahen keinen Sinn mehr darin, für ein Kaiserreich zu kämpfen, das es nicht mehr gab. Karl war jetzt Kaiser ohne Reich und ohne Armee. Das endgültige Ende der Monarchie wurde hier in Wien im Schloss Schönbrunn besiegelt. De facto war Karl zu diesem Zeitpunkt bereits entmachtet und seine Abdankung war reine Formsache. Dennoch konnte er sich am 11. November 1918 lediglich zum Verzicht auf die Teilnahme an den Staatsgeschäften durchringen. Das Wörtchen Abdankung wurde im Schriftstück gekonnt umschifft, denn eine Abdankung war sowohl für Karl als auch für Zita undenkbar. Denn aus ihrer Sicht war Karl Kaiser durch Gottes Gnaden, also göttliche Vorsehung. Beide gingen davon aus, dass die Situation nur vorübergehend war. Konsequenterweise unterzeichnete Karl das entsprechende Dokument auch nur mit Bleistift. Am Tag darauf wurde die Republik Deutsch-Österreich ausgerufen und das Kaisertum war endgültig Geschichte. Die jetzt private Familie Habsburg-Lothringen residierte im Schloss Eckartsau. Doch es fiel ihnen schwer, die neue Realität anzunehmen. Das ging sogar so weit, dass der österreichische Staatskanzler Renner bei einem Besuch in Eckartsau, bei dem er Karls Zukunft in Österreich besprechen wollte, nicht empfangen wurde. Denn spontane Besuche waren im Hofprotokoll nicht vorgesehen. Als Karl dann auch noch Briefe quer durch Europa schickte, die gegen die neue Regierung Österreichs arbeiteten, war es an der Zeit zu handeln. Karl sollte sich entscheiden. Entweder er dankte offiziell ab oder er sollte ins Exil gehen. So sollte das Schloss Eckartsau auch Karls letzte Station in Österreich werden, denn er entschied sich fürs Exil in der Schweiz. Auf Karls Bitte sollte die Abreise in die Schweiz jedoch in allen Ehren erfolgen. Ein letztes Mal stimmte man in der Schlosskapelle die Kaiserhymne an. Und am Abend gegen 19 Uhr reiste der Zug in Richtung Schweiz ab. Man reiste übrigens luxuriös im ehemaligen Hofsalonzug der K&K Staatsbahnen. Während der Reise hatte Karl offenbar noch Zeit zum Nachdenken, denn kurz vor dem Grenzübertritt in die Schweiz widerrief Karl die Erklärung zum Verzicht auf die Teilnahme an den Staatsgeschäften und bekräftigte, dass er sich nach wie vor als legitimer Herrscher empfand. Für die Republik Österreich war das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Man zog einen endgültigen Schlussstrich und erließ das sogenannte Habsburgergesetz. Jeder Habsburger, der jetzt noch einen Fuß auf österreichisches Staatsgebiet setzen wollte, musste offiziell auf alle Herrschaftsansprüche verzichten. Außerdem wurde der millionenschwere Familienfonds der Habsburger einkassiert. Das Geld wurde als Entschädigung für die Opfer des Ersten Weltkrieges sowie Witwen und Waisen genutzt. Außerdem wurde der Adel in Österreich aufgehoben. Grafen, Herzöge und andere von und zu gibt es seitdem in Österreich nicht mehr und dürfen diese Titel auch nicht mehr tragen. Karl wollte der Realität nicht ins Auge sehen und versuchte noch zweimal erfolglos in Ungarn an die Macht zu kommen. Das war dann auch der neutralen Schweiz zu viel und er musste das Exil dort verlassen. Nach den gescheiterten Restaurationsversuchen in Ungarn hieß es für Karl nun Verbannung auf die Insel Madeira. Dort wohnte man zunächst noch nobel im Hotel, aber das Geld war bald aufgebraucht. Denn der Familienfonds war ja jetzt im Besitz der Republik Österreich. Außerdem hatten die Restitutionsversuche in Ungarn ebenfalls Geld gekostet. Und die wertvollen Kronjuwelen, die im Auftrag Karls widerrechtlich aus der Schatzkammer in Wien entwendet wurden, hatte man zerlegt und die Steine daraus zu einem miserablen Preis verhökert. Gemessen am früheren Lebensstil war die Familie des Ex-Kaisers jetzt ganz schön knapp bei Kasse. Daher übersiedelte man in einer Villa in den Bergen Madeiras, die von einer Bankiersfamilie kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Dort zog sich Karl eine Infektion zu, die sich in eine Lungenentzündung auswuchs. Die verabreichten Therapien trugen auch ihren Teil dazu bei, den Gesundheitszustand Karls weiter zu verschlechtern und Karl starb am 1. April 1922 mit nur 34 Jahren. Gestorben und begraben ist Karl im Exil auf Madeira. Dennoch gibt es einige Orte in Wien, die seinem Andenken gewidmet sind. Einen dieser Orte besuchen wir jetzt, nämlich die Augustinerkirche in Wien, wo ein Seitenaltar Karl gewidmet ist. Denn mit seinem Tod ist Karls Geschichte noch nicht zu Ende.
bereits kurz nach seinem Tod gab es Bestrebungen, Karl von der katholischen Kirche selig sprechen zu lassen. Allen voran engagierte sich Zita dafür, die Seligsprechung voranzutreiben. Und apropos Zita, sie hielt bis zum Schluss am Thronanspruch der Dynastie fest. 1989 starb Zita und wurde mit allen Ehren in der Kaisergruft in Wien beigesetzt. Da Karl nach wie vor auf Madeira ruht, erinnert eine Büste in der Kapuzinergruft an ihn. In der Kapuzinergruft liegen übrigens auch Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef. Mehr über ihr Leben erfährst du in diesen Videos. Viel Spaß damit und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren!